Herzlich willkommen zu Junges Netzwerk Kompakt. Mit dieser Reel-Serie möchten wir unser Publikum in Deutschland über die Lateinamerika-Aktivitäten der Stiftung Verbundenheit und ihrer Partner informieren. Mein Name ist Nico Weder und das ist in der letzten Woche alles passiert. Gemeinsam mit dem argentinischen Verein Transistemas, der sich für die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen auf dem Arbeitsmarkt einsetzt, wurde eine virtuelle Diskussionsrunde veranstaltet. Mit dabei waren 4 Personen aus Argentinien und Venezuela, die aktuell in Berlin wohnen und die aus erster Hand über ihre Erfahrungen in der neuen Heimat berichteten. Die gesamte Aufzeichnung kann auf dem YouTube-Kanal des Jungen Netzwerkes nachgeschaut werden. Am vergangenen Freitag hatten die beiden Mitglieder des Jungen Netzwerkes, Natalie Castro und Álvaro Casasola, ein Treffen mit dem ersten Botschaftssekretär Tamo Dix in der Deutschen Botschaft in La Paz. Dabei wurde über die aktuellen Projekte des Jungen Netzwerkes und der Stiftung Verbundenheit gesprochen, die in den verschiedenen Provinzen stattfinden. Auch kommende Projekte und ihr gesellschaftliches Wirken waren Teil der Gespräche. Die Wanderausstellung Stolpersteine, die an die Opfer des Holocaustes erinnert und für die Verantwortung einer toleranten Gesellschaft wirbt, befindet sich inzwischen in El Dorado in der argentinischen Provinz Misiones. Ausgestellt wird sie im Instituto Familiar Gumersindo Esquivel, wo sie in dieser Woche angeschaut werden kann. Und das war erstmal alles. Zumindest bis zur nächsten Woche. Dann halte ich euch wieder auf dem Laufenden bei Junges Netzwerk Kompakt.